Hallo, ich bin Alexandra, 23 Jahre und komme aus dem wunderschönen Hohenlohe-Kreis. Eine Sache, die man über mich wissen sollte, ist, dass ich unglaublich gern spiele. Und zwar nicht nur mit meinen Freunden, sondern auch mit Kindern. Mit Kindern darf ich auch in meiner zukünftigen Arbeit unterwegs sein. Ich werde als Kinder- und Familienreferentin in der Brüdegemeinde Korntal arbeiten. Das sind meine Hauptaufgabengebiete, Kindergottesdienstarbeit, Jungschargruppen und Ehrenamtliche darin zu unterstützen, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Meine Vision ist es, Kinder für Jesus zu begeistern und ihm von ihm zu erzählen. Hallo, mein Name ist Ole, ich bin 25, seit 4 Jahren verheiratet und komme aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein. Was man über mich wissen sollte: ich liebe es, meine Haare in einem Winkel von 58 Grad nach rechts oben zu gehen, aber umso mehr liebe ich es, Jugendliche für Jesus zu begeistern und sie in ihrer Nachfolge voranzubringen. Für mich und meine Frau geht es ab dem 1. August zurück in den Norden nach Neumünster. Dort fange ich als Gemeindepädagoge für Jugendliche und junge Erwachsene in der Wichern-Gemeinde an. Hallo, mein Name ist Alina, ich bin 23 Jahre alt und bin für meine kreative und lebensfrohe Art bekannt. Als ich mein Studium am TSA begann, entstand in mir die Vision, junge Menschen in ihrem Glauben an Jesus tiefer zu führen. Genau das darf ich ab Herbst beim Evangelischen Bezirksjugendwerk Bad Urach-Münsingen tun. Neben einem Sommerzeltlager für Kinder wird der Schwerpunkt meiner Arbeit auf dem Fachbereich junge Erwachsene liegen, der unterschiedliche Angebote wie Gottesdienste, Spieleabende und Sportveranstaltungen für junge Menschen aus dem ganzen Kirchenbezirk organisiert. Hi, ich bin Naemi, 23 Jahre und verheiratet. Ich komme ursprünglich aus dem Erzgebirge in Sachsen. Und nach Sachsen werden wir auch zurückgehen. Wo genau, wissen wir noch nicht. Das entscheidet sich hoffentlich kommende Woche. Aber mir ist es wichtig, den Menschen dort von Jesus zu erzählen und zeigen, was wahrer Glaube bedeutet, der lebendig ist und der cool ist. Ich bin Tillmann, bin 24 Jahre alt und komme aus der wunderschönen Lausitz bei Bautzen. Ich habe in der Zeit Gott vor allem als Designer und Schöpfer kennengelernt und wurde tatsächlich inspiriert, das auch weiter als meinen Beruf zu vertiefen und werde deswegen ab Sommer als freiberuflicher Illustrator und Designer starten. Mein Name ist André, ich bin 30 Jahre alt, verheiratet und komme aus dem schönen Schleswig-Holstein. Mein Herz schlägt für die kirchliche Einheit, weil man ja uns Christen an der Liebe zueinander erkennen soll. Und für uns geht es erstmal wieder in den Norden, mit der Vision, später einmal nach England zu gehen und dort zu dienen. Mein Name ist Josua, ich bin 23 Jahre alt und seit letztem August mit der, ich weiß, es sagen viele, aber mir stimmt's wirklich, wundervollsten Frau der Welt verheiratet. Mein Herz schlägt dafür, Jugendliche von Jesus zu begeistern, Jugendliche für Jesus zu gewinnen, ihnen einfach deutlich zu machen, wie genial es ist, Jesus nachzufolgen, wie gut er ist, wie schön es ist, mit ihm Beziehung zu leben und ihn immer besser kennenzulernen. Aus dem Grund fange ich jetzt im Sommer bei der Deutschen Indianer Pioniermission an. Und da darf ich im Bereich Jugendevangelisation voll durchstarten. Ich bin Josh, fesche 24 Jahre alt und werde die nächsten 2 Jahre nach Thüringen gehen. In das kleine Städtle Nordhausen darf ich in einer Jugendkirche arbeiten. Gemeinsam mit vielen Jugendlichen werde ich Jugendgottesdienste gestalten, verschiedene Aktionen planen und sie einfach begleiten in ihrem Leben. Warum ich das will? Meine Vision ist es, Menschen das Evangelium weiterzugeben, auf das sie gerettet werden.